als ich vor dir stehe. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Ja, nie ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Ich will dich anbeten. Ich falle, wenn alles zerfällt, wenn Brücken und Stützen verschwinden. Wie lang muss ich laufen auf dieser Welt, um sicheren Boden zu finden? Nie tiefer mein Leben
Schatten, wie komm ich dahin, nicht nur für mich selber zu leben. Wie gut kann ich helfen, wenn andere sich mühen, den Berg ihrer Sorgen zu heben. Nie weiter als in Gottes Hand, nie besser als in seiner Nähe. Nie bau ich mein Leben auf Sand, wenn ich jeden Schritt mit ihm gehe. Liebe Trauergemeinde, im Namen der Familie, der Verwandtschaft Steinke, der Verwandtschaft Matijewski heiße ich euch alle herzlich willkommen zu diesem Trauergottesdienst. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid, um uns gemeinsam von Alex Steinke zu verabschieden. Besonders möchte ich euch allen danken für die letzten Tage, Wochen und Monate, dass Sie besonders Irina und die Kinder und uns alle in euren Gebeten getragen habt. Danke für jedes Trostwort, für jedes Gebet, für jede Unterstützung, für jede Ermutigung. Vielen Dank, dass ihr heute hier seid. Wir möchten gemeinsam trauern und das ist auch erlaubt, das ist nicht verboten. Wir möchten uns gegenseitig Kraft und Mut zusprechen und gemeinsam diesen Weg gehen. Ich begrüße alle hier im Raum, aber auch alle, die Livestream sich dazu geschaltet haben. Schön, dass ihr dabei seid. Liebe Irina, liebe Jana Sophie, lieber Nick Jona, lieber Tom, liebe Naomi, nehmt unser herzliches Beileid entgegen. Wir wünschen euch Gottes Trost an diesem Tag und darüber hinaus in den kommenden Tagen und Wochen. Ich möchte an den Anfang dieses Gottesdienstes den Bibelvers stellen aus Jesaja 40. Aber die auf den Herrn harren, hoffen, warten, kann man das übersetzen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das wünscht man sich so sehr an so einem Tag. Kraft, Frieden, auch für die kommenden Tage, dass man nicht müde wird, nicht matt wird. Und trotzdem wird dieser Augenblick kommen. Und da wünschen wir euch besonders Gottes Nähe. Das Schöne ist, unser Gott ist voller Mitleid und Erbarmen. Deshalb ist Jesus Christus ja auf unsere Erde gekommen, um mit uns zusammen das mitzuerleben, dieses Leid und diese Not. Und ich erinnere mich gerne an den Tag, wo Martha und Maria
als Lazarus gestorben ist, ihn eingeladen haben. Und als Jesus Christus kam und an dem Grab stand, dann weinte er. Er weint heute mit uns, er trauert mit uns und es ist erlaubt zu trauern, auch uns heute. Aber durch Paulus sagt Jesus Christus in 1. Thessalonicher 4, Vers 13, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wir haben eine Hoffnung. Das ist ein Abschied auf Zeit und wir werden Alex sehen. Wir werden die ganze Ewigkeit mit ihm verbringen. Und das ist wunderbar, das kann uns trösten. Es wird eine sehr kurze Zeit im Rückblick sein, wo wir dann zurückschauen aus der Ewigkeit und trotzdem werden wir ihn vermissen. Ich werde meinen kleinen Schwager vermissen. Als wir heirateten, war er ein Teenager. Als die drei ältesten Geschwister heirateten, ist er der Mann im Haus geblieben. Mit 13, 14 Jahren, dann durften wir ihn begleiten, sehen, wie er heiratet. Wir durften viele gute Stunden erleben und wir können dankbar zurückschauen auf die Zeit, die Gott uns gemeinsam geschenkt hat. Und trotzdem ist das traurig, es ist unerwartet, aber wir werden Alex wiedersehen und das ist die Hoffnung, das ist unser Trost. Und wir finden diesen Trost bei Gott. Das wünsche ich euch auch in den kommenden Tagen. Und ich möchte diesen Gottesdienst mit einem Gebet beginnen. Wem es möglich ist, bitte dazu aufzustehen. Unser Gott, unser Vater im Himmel, du bist ein Gott allen Trostes und du tröstest uns auch heute. Wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen und dass wir die ewige Hoffnung haben, dass wir uns alle mit Alex wiedersehen dürfen in der Ewigkeit. Er hat es gut bei dir, wir trauern heute und du bist dabei und wir bitten, dass du diesen Tag segnest, dass du besonders mit Irina bist, mit Jana Sophie, mit Nick Jona, mit Tom, mit Naomi, dass du sie durchträgst, dass du ihnen inneren Frieden schenkst und dass du ihnen beistehst in den kommenden Tagen. Segne auch diesen Tag, auch wenn es uns schwer fällt, diesen Tag zu begehen, möchten wir diesen Tag in deine Hände legen und bitten, dass du dabei bist, dass du diesen Tag segnest, dass du zu uns sprichst durch dieses Ereignis und durch dein Wort und dass wir imstande sind, in die Ewigkeit zu schauen. Danke, Vater im Himmel, für diesen Trost und für diese Hoffnung. Wir beten dich an. Amen.
Das Lied, das Chorlied, das wir gleich singen möchten, ist ein Lied, das Alex zu seiner Zeit mit dem Chor eingeübt hat und mit dem Chor gesungen hat. Das Lied, das er mochte. Das Lied, das die Familie sich gewünscht hat, dass der Chor das Lied unbedingt an Erinnerung an Alex singt. Hier, wo Eddie steht, stand er mal vor dem Chor und hat dieses Lied dirigiert und angeleitet. Das Lied heißt: Du bist mein Ziel, mein Gott. Ja, vielen Dank, lieber Chor. Ich habe mich so gefühlt wie auf der Chorstunde früher mit Alex. Alex war kein Mann vieler Worte, er war ein Mann vieler Pläne. Bevor er einen Plan in die Tat umsetzte, musste alles bis ins kleinste Detail zu 100% durchdacht sein. Eines seiner größten Pläne war seine Liebe zu seiner Frau Irina. Dieses zeigte er ihr auch direkt bei seinem ersten Date, als er ihr sofort einen Heiratsantrag machte. Alles war so genau vorbereitet, dass schon nach 80 Tagen die Hochzeit gefeiert wurde.
Die Familie war für Alex sein Ein und Alles. Nach 2 Jahren und 7 Monaten als Ehemann wurde seine Freude noch größer, als er das erste Mal Vater wurde. Seine erste Tochter, Jana Sophie, kam zur Welt. Sie war für ihn so eine große Freude und so nannte er sie auch immer meine Freude. Seitdem war er damit beschäftigt, Jana Tag und Nacht zu filmen und ihr alles beizubringen, um sie auf das Leben vorzubereiten. Dabei durfte natürlich seine Leidenschaft zur Musik nicht zu kurz kommen. Es freute ihn umso mehr, dass Jana dieselbe Leidenschaft zur Musik entwickelte und sie beide gemeinsam singen konnten. 2003 war es dann endlich soweit. Er wurde stolzer Vater seines ersten Sohnes. Nick Jona kam zur Welt. Für Alex war sofort klar, als er das erste Mal die Stimme von Nick gehört hat, sagte er, das ist kein Tenor, sondern Bass. Aber die Leidenschaft zur Musik war bei Nick nicht so ausgeprägt wie bei Jana. Umso stolzer war Alex natürlich, als Nick seine Ausbildung bei der Firma Otto Fuchs begann und sie dies als Aufhänger für ihre stundenlangen Gespräche nutzen konnten. Zu ihrem 8. Hochzeitstag machte ihm seine Frau das größte Geschenk zum Geburtstag. Eine Kopie von ihm selbst. Sein 2. Sohn, Tom Leon, kam zur Welt. Das Temperament und die Art spiegelten 100% von Alex in ihm wider. Nur in klein und blond. Für Tom war Papa auch immer an erster Stelle. Ob beim Schlafen legen, Windeln wechseln oder einfach auf den Arm nehmen, Tom bevorzugte immer seinen Papa. Und das hat sich bis jetzt nicht geändert. 2008 wurde das Familienglück komplett. Am 1.8. erblickte das süße, blonde, blauäugige Mädchen Naomi das Licht der Welt. Sie eroberte von der ersten Sekunde an sein Herz. Beide liebten es zu kuscheln und zu schmusen. Umso schöner war es, dass seine Mimka so wie er sie immer nannte, auch die letzten Sekunden mit ihm kuschelnd verbringen durfte. So hat jedes seiner Kinder prägende Momente mit ihm bekommen. Die Kinder liebten es, wenn Alex ihnen von seiner Kindheit erzählte. Alex wurde als 7. von 11 Kindern am 6.9.1991 in der Stadt Prokopjewsk geboren. 71, Entschuldigung. Ist ein bisschen verschwommen. Zu seiner Geburt brachte sein Vater einen Riesenstrauß roter Rosen mit. Die Krankenschwestern staunten, als sie diesen Blumenstrauß sahen. Umso mehr wunderten sie sich, als sie hörten, dass er schon das 7. Kind war. Für ihn war die Familie von Kindheit an das Wichtigste. Er lernte früh, sich um die Familie zu kümmern, da sein Vater an Krebs verstarb, als Alex erst 14 Jahre alt war. Von da an war er der Mann im Haus, da seine älteren Brüder zu dieser Zeit schon verheiratet waren. Er kümmerte sich um seine Mutter und seine Geschwister und nahm die Aufgabe sehr ernst. Durch den frühen Tod seines Vaters war für Alex eins ganz wichtig geworden.
Er würde so viel Zeit wie möglich mit seiner Familie verbringen. Dieses Vorhaben hat er auch in die Tat umgesetzt. Er arbeitet zwar sehr viel, um der Familie ein sorgloses Leben zu ermöglichen. Es war aber auch gang und gäbe, dass Freitagabend Familienabend ist und dass am 28. des Monats die harte Arbeit mit Essen gehen oder Essen nach Hause bestellen belohnt wird. Aber für Alex war es noch wichtiger, schöne Erinnerungen mit seiner Familie zu sammeln, als am Haus zu arbeiten oder das Haus so schnell wie möglich abzubezahlen. Auch schöne Autos waren für ihn nicht mehr so wichtig wie in der Jugendzeit. Sie mussten nur praktisch sein und lange Fahrten aushalten können. Diese Urlaubserinnerung, wie zum Beispiel die Fahrten nach Spanien, Kroatien, Polen, Holland oder Österreich, konnte ihn keiner mehr nehmen. Durch all diese Momente hat Alex seiner Familie viele schöne Erinnerungen für ihr Leben hinterlassen, auf die sie gerne zurückblicken und mit voller Freude ein Wiedersehen erwarten. Doch einige Tränen werden wir uns nicht erspart bleiben, weil wir ihn so sehr vermissen. Aber wenn wir uns an seine humorvolle, liebevolle Art erinnern, wird Alex uns immer noch zum Lachen bringen können. Da Alex sich bereits in jungen Jahren für ein Leben mit Jesus Christus entschieden hat und daran festhielt bis zu seinem Ende, wissen wir es ganz genau, dass wir uns alle früher oder später bei Gott wiedersehen werden. Wir freuen uns jetzt schon drauf.
Ja, ich möchte nicht mit Formalitäten beginnen. Ich möchte nur sagen, es tut mir sehr, sehr leid, dass ihr Abschied nehmen müsst. Ihr als die nächsten Angehörigen, Irina, Kinder und ihr alle als näher oder weiter Verwandten, es tut mir sehr leid um euch. Es freut mich aber um Alex. Er hat's gut. Nun, das ist genug der Formalitäten. Ich möchte wie immer mit euch ein bisschen so erzählerisch in etwas in die Vergangenheit gehen und etwas aus der nächsten Nähe betrachten. Ein paar Besonderheiten hervorheben. Vor knapp 25 Jahren standen zwei junge Leute vor mir und ich durfte sie trauen. Der Titel dieser Traupredigt war Zum Ziel mit Gott durchs Leben. Zum Ziel, aber mit Gott. Durchs Leben gehen. Nun, Ziel erreicht von einem Jahr. Damals, wie immer, ist es nicht ausgeblieben, hatte ich auch zu Alex gesagt, Alex, nimmst du die neben dir stehende, deine Braut Irina Matijewski als Frau an und etwas vielleicht nicht ganz so wie bei anderen Traupredigten, habe ich ihm gesagt, möchtest du ihr vorstehen, ihr Haupt sein und ihr sie umsorgen? Er hat gesagt, ja. Gestern noch hat Irina mir das bestätigt. Es war so. Er hat sie umsorgt. Er hat immer einen Plan gehabt, wie wir das schon gehört haben, im Voraus, aber wartete ab, was sie sagt zuerst. Und das ist interessant. Wir Männer müssen das lernen. Wir sagen immer oder sehr oft im Voraus, was wir meinen, und du kannst dich danach richten. Er hatte seine Meinung, er hatte seine starke Meinung, aber er wollte hören, was Irina sagt. Damals in der Traupredigt waren so ein paar Schwerpunkte. Als Christ lebe unter deinem Volk, unter dem Volk Gottes. Wende dich nicht zur Welt, bleibe unter dem Volk Gottes. Gestalte dein Familienleben mit Gott, nicht ohne Gott, nicht nach deinem Gutdünken. Und übe einen positiven Einfluss auf deine Umgebung, auch in der Gemeinde, dass die Gemeinde einen positiven Einfluss von dir hat. Nicht Schwierigkeiten, nicht Turbulenzen, nicht irgendwas, was störend ist. Ich brauche das nicht kommentieren. Interessant war mir auch noch, Andreas hat das im Lebenslauf erwähnt, dass er hat schon alles für seine Hochzeit geplant. Bevor der erste Date stattfand, dann hat er schon die Hochzeit im Sinne gehabt. Hat nur zwei Möglichkeiten Irina vorgestellt. Entweder oder, ein Datum oder das andere. War alles geplant. Eigentlich ist das ein Beispiel für diejenigen, die meinen, dass man die Zukünftige erstmal gut kennenlernen soll. Mit ihr mehrere Jahre befreundet ist und wer weiß, was alles erlebt mit ihr, um sie besser kennenzulernen. Er hat sie kennengelernt in der Jugend, in der Gemeinde. Vor 8 Jahren, habe ich mir das sagen lassen, hat er gesagt, das wird meine Frau sein. Und in diesen 8 Jahren, bevor der erste Date stattfand, hat er ihr das nicht zu wissen gegeben. Interessant, ne? Und wisst ihr, viele junge Leute meinen, ich muss jetzt schnell ansprechen, diejenige, die mir gefällt, sonst schnappt sie sich
jemand andere die. Nein, was Gott dir vorgesehen hat, läuft von dir nicht weg. Wird auch kein anderer die wegschnappen. Das jetzt an die Jugend, an euch vielleicht auch. Das, was Gott schenkt, das wird keiner die wegnehmen. Und im Nachhinein dürfen wir sehen, dass wirklich Gott geschenkt hat. Irina, dir den Alex und dem Alex dich und euch zusammen eine wunderbare Familie. Das war etwas aus der Vergangenheit. Nee, da war noch was. Das hat Irina gesagt. Also, wenn Irina sich nicht wohlfühlte, dann wollte Alex nicht mal zum Gottesdienst gehen, allein. Zu zweit, beide. Stimmst du nichts? Ja, das war so, hast du auch mitbekommen, ja? So war das. Und naja, man kann es so oder anders beurteilen, aber sie wollten zusammen alles erleben. Ist das nicht etwas für uns Besonderes? Feierabend oder Wochenende zu zweit. Warum brauchen wir um uns herum viele Leute? Wir sind füreinander genug. Man kann es auch verschieden sehen, aber es ist wunderbar. Nicht, dass alle anderen Leute irgendwie zu viel waren, aber man hat gemeinsam die Zeiten verbracht. Urlaub nur zusammen. Alles versuchten sie zusammen zu machen. Nur zu seinen Chorübungen ging er allein. Ne? Hat er dich nicht mitgenommen. Naja. Und was interessant ist, das durfte ich mir auch bestätigen lassen von Irina, Gott überall und ständig mit dabei zu haben. Das war wichtig. Dass Gott im Mittelpunkt ist. Ich freue mich, dass ihr auch aus der Traupredigt etwas für euch genommen habt. Ich habe gestern Irina gefragt, weißt du noch, um was es ging? Damals, vor 25 Jahren, hat sie mir gesagt. Sie wusste es. Nun, es gab mal eine andere Familie. Die sah ganz anders aus. Das waren nicht Eheleute, das war ein Bruder und zwei Schwestern. Sie wohnten nicht weit von Jerusalem in Bethanien. Sie lebten in den Zeiten Jesu auf dieser Welt. Und sie hatten eine besondere Beziehung zu Jesus entwickelt. Jetzt erstmal nur das, was in Johannes Kapitel 11 beschrieben wird. Diese Familie wird eben da beschrieben am besten. Nur aus dem können wir entnehmen, Maria, so war eine der Schwestern, hieß sie so, sie hat Jesus gesalbt mit einer kostbaren Salbe, so dass die anderen Menschen gesagt haben, wozu so eine Verschwendung? Und was hat sie getan? Sie hat ihm auf die Füße diese Salbe gegossen. Und hat mit den Haaren seine Füße abgetrocknet. Sie hatte so eine Liebe zu ihm. Es war natürlich danach, wo sie sich zu Jesus Christus bekehrt hat, wo sie an ihn geglaubt hat, hatte sie so eine Beziehung zu Jesus gehabt, für ihn nichts zu schade, nichts. Man kann sich vorstellen, es war ein Vermögen wert. So diese kostbare Salbe. Martha, die andere Schwester, hat sich beispielhaft gesorgt um das Wohlergehen Jesu, als er bei ihnen war, und für seine Jünger. Sie hat sehr viel gesorgt, ihr wisst das. So dass Jesus sogar gesagt hat, das ist zu viel. Das ist zu viel, du sorgst dich um sehr viel. Und Lazarus, so hieß der Bruder, von ihm steht nicht geschrieben, von seinen Aktivitäten. Aber was er erlebt hat, ihr wisst, warum ich das erlebt unterstreiche, ein Teil ist mit seinem Tod verbunden. Das war auch etwas Besonderes.
ist es zum Wundern, wenn man so eine Atmosphäre in der Familie hat, dass es beschrieben steht, dass Jesus gerne diese Familie hatte, dass er gerne dort war. Diese Familie hatte eine besondere Atmosphäre aufgebaut. In dieser Atmosphäre konnte Gott und Mensch sich wohlfühlen. Und deswegen verlangte es Jesus danach. Und er besuchte diese Familie. Und eines Tages, es ist nicht gerade beschrieben, wo Jesus mit seinen Jüngern war, aber er war weiter weg von Jerusalem und von Bethanien, und es erreichte ihn die Botschaft: Lazarus, dein Freund. Das ist eine gute Bezeichnung. Lazarus, dein Freund. Würde man heute sagen, Peter, dein Freund. Heinrich, Viktor, dein Freund ist krank. Würden die Menschen, andere Menschen, die die Botschaft zu Jesus Christus im Gebet bringen, würden sie sagen, dieser oder diese, dein Freund, deine Freundin ist krank, wir bringen sie zu dir, wir bringen ihn zu dir. Eine Bezeichnung, die Lazarus besonders hervorhebt. Er ist krank. Jesus nimmt die Botschaft sehr gelassen an. Er hat gesagt, es ist nicht zum Tode, es ist zur Verherrlichung Gottes. Und hier gerade möchte ich ein Zitat aus diesem Johannesevangelium Kapitel 11, Vers 5 hervorheben. Es steht so geschrieben, und die NGÜ, die sagt das ganz treffend, ich habe diese Übersetzung gewählt, weil es hier so einfach gesagt ist. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Was kann man sich noch Besseres wünschen, wenn man Jesus gläubig ist, wenn man an Jesus Christus glaubt? Was kann man sich noch wünschen, dass man so eine Charakteristik bekommt? Jesus hatte sie, diese Familie, diese Menschen sehr lieb. Nichtsdestotrotz, Jesus bleibt noch 3 Tage dort im Ort. Er eilt nicht nach Bethanien. Er sagt nicht zu seinen Jüngern, lasst uns schneller dahin gehen, wir müssen ihm helfen. Er hat das auch gar nicht nötig, um helfen zu können, dabei zu sein. Ihr könnt euch erinnern, er hat gesprochen auf Entfernung und Leute wurden gesund. Leute wurden geheilt. Er hatte die Macht, die Entfernung war kein Hindernis für ihn. Aber Jesus wartet. Man könnte sagen, Jesus, warum wartest du? Es kann doch zu spät werden. Wieso beeilst du dich nicht? Wir sind in unseren Situationen oftmals genauso eilig, um irgendwas vorzunehmen, eilig zu Gott zu rufen und sagen, jetzt musst du handeln. Am besten würden wir losschreien, unternehm doch endlich was, mach doch endlich was. So ähnlich ging es bei euch vor, ne? Herr, wir glauben doch, Herr, wir beten doch zu dir. Wir zweifeln nicht daran, dass du deine heilende Kraft ausüben kannst. Unternehm doch was. Und wenn er irgendwas unternimmt, dann meinen wir, Herr, nicht so, ich habe es anders gemeint. Jesus bleibt fern und Lazarus stirbt. Erst dann macht er sich auf den Weg. Als er dort ankam, war Lazarus im Grab schon 4 Tage lang. Die haben sich nicht in einen Flitzerschlitten gesetzt und so schnell da gewesen.
Sie haben die Entfernungen zu Fuß hinter sich gelassen. 4 Tage war Lazarus im Grab und Jesus kommt an. Martha hat es zuerst erfahren, sie kommt zu ihm und was waren ihre ersten Worte, ihre Begrüßung? Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Das ist interessant, ich muss es bewundern. Martha in so einem Glauben, so ein Vertrauen und dieser Glaube und dieses Vertrauen zu Jesus Christus verbergen ihre Aussichtlosigkeit auch nicht. Aussichtlos ist, dass der Tod eingetroffen ist. Herr, wenn du früher wärst, was war das? War das ein Vorwurf? War es eine Unzufriedenheit? Oder war es einfach, naja, es ist eine Tatsache. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du erbitten wirst bei Gott, wird er dir geben. Was meinte sie damit? Wenn man so weiter sieht, so wird es wahrscheinlich uns nicht direkt auffallen, dass sie meinte, dass Lazarus nochmal auferweckt werden kann. Sie meinte vielleicht ganz was anderes. Was er tun wird, wie er es tun wird. Martha spricht mit Jesus und dann lässt sie Maria rufen. Eigentlich ist sie selber dahin gegangen, hat ihr geflüstert, dass die anderen das nicht mitbekommen. Der Meister ist da und ruft dich. Es ist nicht direkt geschrieben, dass Jesus sie gerufen hat, aber wir glauben, dass Martha so gesagt hat, Jesus hat sich gesorgt um diese Schwestern. Die sind zurückgeblieben. Er hat sich gesorgt um sie. Martha, wir sprechen mit dir hier, aber lass Maria kommen auch. Und sie wird auch gerufen. Wisst ihr, das sagt auch noch heute zu uns, dass wenn Jesus dich ruft, dann möchte er dir den besten Trost geben. Er möchte in dein Leben hineinwirken, am besten, wie du dir das gar nicht vorstellen kannst. Er möchte so nahe zu dir kommen. Er möchte, dass du in seine Gegenwart kommst. Komm, ich warte auf dich, komm. Bevor Martha zu Maria gelaufen ist, hat Jesus ihr noch einen Satz gesagt. Und das ist auch ganz interessant. Ihr merkt, ich zitiere aus dem 11. Kapitel und da kommen auch nicht viele andere Stellen noch zum Vorschein. Wir betrachten diese Begebenheit, wir betrachten diese Familie und einige Zitaten aus dem, was Jesus und was seine Mitmenschen gesprochen haben. Jesus hat zu Martha gesagt, da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Also wir als Gotteskinder, als christusgläubige Menschen verstehen schon, dass ein Christ, jesusgläubiger Mensch nicht sterben wird, wenn er auch stirbt. Es ist kein Sarkasmus, wenn ich sage, Alex ist nicht gestorben. Er lebt. Er wird leben, wenn er auch stirbt. Und das ist nicht gesagt, er wird leben. Er lebt, wenn er stirbt. Er wird leben, auch wenn er stirbt. Dieses wird leben ist ein ununterbrochenes Leben, was angefangen hat am Tag der Bekehrung zu Gott, am Tag der Wiedergeburt, wo Alex seine neue Natur von Gott selbst bekommen hat, wo du und ich unsere neue Natur von Gott selbst bekommen haben. Und das nennt die Bibel Wiedergeburt. Wo wir wiedergeboren sind, können wir nicht sterben. Wenn auch der Leib stirbt, der Leib kann krank werden. Dem Leib kann alles Mögliche zustoßen. Uns bewegen Emotionen, uns bewegt so vieles in diesem Leben. Aber
Ein wiedergeborenes Kind Gottes wird nicht sterben, es wird leben, ununterbrochen leben. Aus diesem eingeschränkten Leben in das Leben uneingeschränkt eingehen. Das meinte Jesus. Martha hat es noch nicht begriffen. Ja, sagt sie, er wird auferstehen irgendwann. Jesus meinte noch was anderes. Natürlich wird Alex auferstehen, aber diese Auferstehung wird eine neue Bekleidung sein. Er bekommt einen neuen Körper, einen neuen Leib, wie die Schrift uns belehrt. Und wir, wenn wir nicht gestorben sind, bis der Herr Jesus kommt, bekommen den auch in einem Moment umgewandelt. Aber ich gehe ein bisschen zur Seite von dem Bild, was ich mit euch betrachten wollte. Diese Familie. Wisst ihr, was Maria als erstes sagt, als sie zu Jesus gelaufen kommt? Juden folgten ihr nach. Sie dachten, sie geht jetzt weinen am Grab, aber sie kommt zu Jesus. Und sie sagt das Ähnliche, wie auch ihre Schwester gesagt. Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Immer wieder diese unausgesprochene Frage, warum? Warum muss das so sein? Warum muss das so kommen? Warum eben jetzt, noch nicht mal 51 geworden? Er könnte noch leben. Er könnte noch da sein. Seine Kinder brauchen ihn, seine Frau braucht ihn. Er war für uns wie keinen zu viel. Wir haben nur gewünscht, dass er lebt und gesund ist. Warum, Herr? Wir haben geglaubt und gehofft, dass das hier, er wird wieder jung, er wird wieder stark, er wird wieder laufen können, wie der Adler sich erneuert. So wird es ihm ergehen. Er wird geheilt. Wir haben ununterbrochen geglaubt und gebetet. Warum anders? Und wiederum ein Zitat, was Jesus gesagt hat zu diesen beiden Schwestern. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Ihr Lieben, Irina, ihr Kinder, ihr werdet die Herrlichkeit Gottes sehen. Auf eine andere Art, anders. Die Herrlichkeit Gottes zeigt sich nicht nur im gesegneten Leben miteinander. Sie zeigt sich auch dann, wenn so eine schwere Stunde kommt und danach. Das Leben wird weitergehen, solange der Herr es hier bestimmt. Ihr werdet die Herrlichkeit Gottes sehen, wenn ihr glaubt, vertraut ihm. Vertraut euch ihm an. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, dem Herrn ist alles möglich, aber ich vermute es nicht, dass der Herr Jesus heute den Alex auferwecken wird von unseren Augen. Er hat ihn zu sich gerufen. Er wird beim Herrn froh und glücklich sein. Aber auch zu euch ist das gerichtet, was der Herr Jesus gesagt hat. Wenn ihr glauben werdet, so werdet ihr auch in eurer Situation, in diesem Geschehnis, in dem, was noch kommen wird, werdet ihr die Herrlichkeit Gottes sehen. Glaubt nur. Die Geschichte dieser Familie aus Bethanien ist anders als eure Geschichte. Die Familie sah anders aus. Ihr seid eine souveräne Familie, aber zwischen euch, zwischen der Familie vor etwa 2000 Jahren und zwischen euch sind so viele Parallelen, so viele Ähnlichkeiten. Die Familie hatte eine innige Verbindung zu Jesus Christus. Ihr und diejenigen. Die haben eine innige Verbindung zu Jesus Christus. Und vergiss nicht, das ist der Mittelpunkt dieser Ansprache.
und der Mittelpunkt, der heute für euch steht. Jesus hatte Maria, Martha, Lazarus sehr lieb und er hat euch sehr lieb. Würde er euch nicht so sehr lieb haben, würde es anders verlaufen, würde es anders sein. Über den Tod hinaus war das Vertrauen bei jener Familie, aber auch bei euch, das Vertrauen zu Jesus Christus sehr groß. Ihr vertrautet Jesus Christus. Zwar war es unverständlich, zwar wollte man nicht glauben und vielleicht auch heute noch scheint es als ein böser Traum zu sein und man möchte am liebsten aufwachen und das wieder die heile Welt, wie es davor war. Aber euer Vertrauen zu ihm, Herr, wir legen ihn in deine Hände. Wir vertrauen uns selber dir an. Und noch eine Ähnlichkeit, die besondere Harmonie in den Familien, in jener, auch in dieser, erlaubt es Jesus unter euch zu weilen, unter euch zu leben. Diese besondere Harmonie, diese besondere Atmosphäre, eine geistliche Atmosphäre, eine normale menschliche, seelische Atmosphäre, die in eurer Familie nur noch besser werden soll, erlaubt Jesus Christus unter euch zu weilen, unter euch zu leben, euch zu trösten und nicht nur unter euch, sondern in euch, in jedem Herzen. Gerne würden jetzt alle Steinkes, die hier sind, alle Matijewskis, die hier sind, gerne würden sie wünschen, dass Alex und Irina mindestens zu ihrer Diamantenhochzeit zusammen leben könnten. Gerne würden wir alle das wünschen, dass er noch hier wäre. Aber wir können ihn fragen, unseren Herrn Jesus, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Herr, kannst du uns erklären, warum du das so getan hast? Vielleicht wird das gar nicht nötig sein, wir werden es verstehen. Er hat es so gewollt, er hat es so getan. Zudem wundert es mich gar nicht, denn Alex war darauf vorbereitet. Noch bevor er seine Diagnose hatte, hat er immer davon gesprochen, natürlich den vertrauten Leuten, ich werde nicht viel meinen Vater überleben. Und jeden Tag, der länger gelebt hat als sein Vater auf Erden, war das so, ne, Nick, hat er gesagt, das ist ein Geschenk an euch, ihr könnt noch den Vater haben. Er hat etwas länger gelebt. Aber er hat sich darauf eingestellt, noch als relativ junger Mann, ich gehe früh. Ich gehe zu ihm. Es konnte nicht anders sein. War das seine Sehnsucht zu Gott? War das eine Vorahnung? War das einfach ein Plan, den der Herr ihm vorgelegt hat oder ihm bewusst oder unbewusst ins Herz gelegt hat, so oder anders? Wisst ihr, dass Alex zu seiner Zeit sagte, ich bin bereit zu gehen, ist nicht ein Wort der Überheblichkeit. Es ist nicht eine Einbildung. Am Angesicht des Todes spricht man nicht leichtsinnig. Im Angesicht des Todes spricht man überlegend, spricht von dem, was man hat oder was man nicht hat. Und er sagte, ich bin bereit zu gehen. Nur warum? Nur warum musst du das mitmachen? Der Prediger sagt, dass im Haus des Trauers wird das Herz des Menschen besser. In den Zeiten des Trauers, so oder anders,
Wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir mit Gott verbunden sind, wird unser Herz besser. Gott wirkt etwas Besonderes in unseren Herzen. Möchte er das an euch tun, möchte euch viel Gnade dazu geben, dass es auch das, was Alex jetzt, ja, sage ich mal so passiv für euch getan hat, er ist gegangen, dass es auch zu eurer Besserung, zu eurer Annäherung zu Gott geschieht. Ich möchte uns heute noch für uns allen, für euch besonders, die Lehre der Betrachtung dieser zwei Familien komprimiert weitergeben. Bildet in der Familie eine Atmosphäre, wo Gott gerne verweilt. Ich möchte sogar sagen, wo Gott und Mensch gerne verweilt, wo Menschen sich wohlfühlen, wo Jesus Christus sich wohlfühlt. Das ist jetzt nicht nur an Steinkes gerichtet, das ist an euch allen, an uns gerichtet. Bildet eine Atmosphäre, wo Menschen und Gott sich wohlfühlen können. Vergiss nicht, Jesus hat uns sehr lieb. Glaubt es nicht? Dann schaut aufs Kreuz. Er hat sein Leben für uns gegeben. So lieb hat er dich und mich. Und zu einem jeden hat er besondere Ausdrücke seiner Liebe. Erleben wir das. Denkt daran, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Wenn man mit ihm verbunden ist, dann wird man nicht sterben, dann lebt man. Dann lebt man, wenn man auch stirbt. Das Wichtigste ist, Gott bietet heute noch die Verbindung zwischen Mensch und Gott an. Verbinde dich mit Jesus Christus. Komm in seine Gegenwart. Wenn du nicht weißt, was es bedeutet, forsche in der Bibel, frage bei Menschen, die dir das erklären können. Aber lass diese Chance dir nicht verstrichen sein. Verbinde dich mit Jesus Christus, sonst kann es zu spät werden. Denn nur in Verbindung mit Jesus Christus kann ein Mensch leben über den Tod hinaus. Du kannst leben, nur wenn Jesus Christus dein Leben ist. Amen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Ich weiß nicht, ob jemand von den Verwandten noch beten möchte. Ich werde eine kurze Pause einlegen. Ich werde auch noch etwas vielleicht Ungewohntes machen. Ich möchte gezielt für euch beten und unserem Herrn sagen, wenn er das Haupt der Familie zu sich gerufen hat, wenn er den Sorgenden zu sich gerufen hat, dann soll er auch für euch aufkommen. Dann soll er auch für euch sorgen, dass ihr Freude im Leben erleben könnt, trotz allem, dass ihr geleitet wird, dass ihr leben könnt, solange er euch hier lässt. Nun, ich bitte die Gemeinde aufzustehen und wenn noch jemand ein Gebet sprechen möchte, kann es tun. Herr Jesus Christus, du bist unser Herr. Du hast uns Menschen so lieb, so sehr lieb, dass du dein Leben für uns geopfert hast und hast uns Menschen die Chance gegeben, zu leben, ohne zu sterben, auch wenn wir dem Leibe nach von hier gehen. Herr, du hast Alex zu dir gerufen. Er weilt jetzt nicht mehr unter uns. Er ist bei dir in der Ewigkeit.
so wie du versprochen hast, so hast du auch mit allen Gläubigen an dich getan. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Danke dir, Herr, dass es Alex gut geht. Wir freuen uns für ihn. Wir freuen uns für ihn, dass es jetzt endlich alles vorbei ist. Er braucht nicht leiden. Er ist erneuert in seiner Kraft. Er kann uneingeschränkt laufen, sich freuen, sich bewegen in deiner hellen, wunderbaren Welt. Herr, wir sind hier. Herr, du hast einmal Alex zum Haupt dieser Familie gesetzt. Du hast ihn als sorgenden Ehemann und Vater bestimmt. Er hat es getan, wie er konnte. Nun bleibt Irina als Witwe zurück, bleiben die Kinder als Waisen zurück. Herr, segne sie bitte. Herr, beschütze sie. Herr, umarme sie mit deiner Liebe. Herr, sorge so, wie kein Mensch, kein bester Vater für sie sorgen kann. Herr, lass sie ihr Leben bis zu Ende, bis sie auch einmal von dieser Welt gehen, als deine Kinder sein, als treue Nachfolger, als deine Diener. Herr, wollest du dafür sorgen? Wir übergeben sie in deine liebe, treue Hände. Verwirkliche alle deine Verheißungen an ihnen und schenk ihnen ein frohes Wiedersehen mit Alex und mit dir als unserem Herrn. Danke dir, Herr, dass du es tun wirst. Amen. Amen. Ich möchte euch nochmal umarmen, von der Kleinsten an. So. Möchte Gott dich segnen, dich auch. Ich wollte noch mal kurz was sagen. Also wir sind ja als Familie nicht so ganz musikalisch wie die Steinke-Familie, aber ja, Alex hat auch Musik bei uns reingebracht und der hat auch ein Lieblingslied uns überlassen. Das haben wir eigentlich mal zur Hochzeit gesungen oder dies Jahr noch zu einer Hochzeit gesungen bei uns in der Familie. Aber ja, wir sind Gott dankbar, dass wir Alex hatten und wollen das Lied einfach singen, was er mit uns auch gesungen hat. Wo ist deine Arme?
Ja, es ist ein wunderschöner Ort, an dem Alex jetzt sein darf, an dem auch wir eines Tages mit ihm uns freuen können. Liebe Trauergemeinde, dieser Gottesdienst hier geht langsam zu Ende und ich möchte noch einige Ansagen sagen, wie es weitergeht. Also gleich hören wir zum Abschluss noch ein Lied vom Chor, Gott und Gott allein. Und danach bitte ich, dass die Versammlung sich erhebt und unter musikalischen Begleitung wird Alex hinausgetragen. Es steht ein Linienbus zur Verfügung hier draußen. Bis er voll ist, kann man da hineinsteigen. Und dass man nicht unbedingt mit vielen Privatautos fahren muss, wer da keinen Platz findet oder trotzdem lieber selber fährt. Denkt bitte daran, dass man vielleicht, um die Baustelle zu umgehen, in die andere Richtung fährt, damit hier nicht ein zu großer Stau sich bildet. Es ist am evangelischen Friedhof hier. Wer den Ort, ich denke, die meisten kennen den Weg, wer nicht, der schließt sich einfach den anderen an. Wenn ihr am Friedhof ankommt, geht bitte nicht sofort zu der Grabstelle, sondern wir treffen uns alle am Haupteingang des Friedhofes, dass wir da auch mit Alex zusammen an die Grabstätte hingehen können. Nach der Beisetzung am Friedhof sind alle, und das wurde mir mehrmals gesagt, wirklich alle von der Familie ganz herzlich eingeladen, hier gemeinsam Mittag zu essen. Es ist genug für alle da und jeder ist wirklich herzlich eingeladen, hier dabei zu sein. In der Pause, in der Zwischenzeit, sitzt da noch am Tisch, sind Erinnerungsworte oder Worte der Erinnerung. Wer eine Erinnerung hat an Alex, schreibt sie bitte hinein. Und da stehen Tütchen, die könnt ihr mitnehmen. Alex hat gerne Nüsse gegessen, habe ich gehört. Semitschki, das sind Sonnenblumenkerne. Und ja, als Erinnerung an ihn könnt ihr sie auch gerne mitnehmen, so wurde mir es gesagt. Ungefähr um 16 Uhr haben wir dann hier, treffen wir uns wieder hier, um Erinnerungen auszutauschen, um Worte des Trostes zuzusprechen. Wer die Zeit und die Möglichkeit hat, ist gerne eingeladen, auch hier dabei zu sein. Das wird wieder hier in diesem Saal stattfinden. So, damit habe ich jetzt alles, wie gesagt, bitte nach dem Chorlied, dass die Gemeinde sich erhebt, dass wir ihn so in Ehren auch hinaus begleiten können. Jetzt bitte das Chorlied noch.
Noch eine Sache, diejenigen, die nicht fahren können, die hier bleiben, die können jetzt schon, also nachdem wir weg sind, auch zum Mittagessen gehen, damit die später nicht warten müssen. Und jetzt beim Beginn der Musik, lass uns erheben.